Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta. Und ich bin in Assassin's Creed 4 Black Flag. Na, weiter geht's in meinem Assassin's Creed Schnitzeln und Metzeln durch die Weltgeschichte. Schauen wir mal. Bin mal gespannt. Sieht, also es kommt mir wahrscheinlich entgegen. Ich mochte nicht in Teil 3 auch der Schiffchenbootchen fahren, auch wenn es da ziemlich belanglos war. Bis auf eine einzige Schlacht, die wirklich in der Story relevant war. Schauen wir mal. Bin gespannt. Das Intro sah auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Neu spiel ich Daten. Nein, ich will nicht Abstergo heißen. Ich bin ja Mongo Chaco. Euer Mongo Chaco von den Frakta. Kannst du sie sehen? An die Kanonen! Der Steuermann ist tot. Nimm jemand das Ruder. Kenway, geh ans Ruder, verdammt! Jus ist tot, Kenway. Du musst... ...das Steuer übernehmen. Feuer! Ja! Sie geht gleich unter! Erwarten Befehle! Feuer! Du wolltest gern schwimmen, hä? Gebt ihnen eine gute Breitseite! Bereit! Feuer! Noch mehr von den Hunden, Sir! Feindliches Feuer! Erschießt diese Bastarde! Feuer! Ah! Bereit zu schießen, Captain! Feuer! Feuer! Bring uns näher, Kenway! Wir versenken sie! Runter auf den Grund! Ein Wrack mehr! Das Magazin! Es explodiert! Lösch die Flammen! Mach schon, du räudiger Hund! Ist es gefährlich? Edward! Hm? Die Freibeuterei. Ist das gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600. So verdient man kein Vermögen. Wir brauchen kein Vermögen. Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will Essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibeutern? Ein Jahr, schätze ich. Höchstens zwei. Also gut. Nicht mehr als zwei. Versprich es.
Die Synchronstimme kommt mir sehr bekannt vor. Die Tastaturbelegung wurde im Vergleich zu Teil 2 und 3 wieder geändert. Also Maus- und Tastaturbelegung. War's für dich auch so gut? Havanna. Ich muss nach Havanna. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist das nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Der war im Wasser. Das ist eine Vorderladerpistole. Verfluchtes Piratenpack! Das hätte mich auch sehr gewundert, wenn die noch funktioniert hätte. Dich hol ich mir, Früchtchen! Aber es ist doch ein... Es ist, also na komm, Mann! Das war ein schlechter Anfang! Also, mal davon abgesehen, es ist ein ganz massiver und... Also, erstens, die Synchronstimme kommt mir unglaublich bekannt vor. Ich kann die Finger gerade nicht drauflegen. Aber ich weiß, ich habe erst letztens einen Film geguckt, wo einer... Wo ein Schauspieler mit der deutschen Synchronstimme... Egal. Zweitens, es ist ein riesen Unterschied zwischen dem Pirat und dem Freibeuter, rechtlich gesehen. Sieht aber jetzt ganz gut aus. Gucken wir mal weiter. Es sind 100 Meilen oder mehr nach Havanna. Willst du den ganzen Weg laufen? Ah, mir liegt's auf der Zunge, woher ich die Synchronstimme kenne. Ah. Interessante Konstruktion. Alter! Da wurde aber mehr als ein havariertes Schiff verbaut. Bis hier vielleicht mit einer Siedlung von Strandräubern zu kommen. Das ist auf jeden Fall ein Todessprungbalken. Da ist auch einer direkt über mir. Gucken wir mal.
Ja, ich bin doch erstmal mühseligst da hochgeklettert. Ja, von mir aus. Oh, du blöder Fatzke. Wo will der bloß hin? Folge mir und du stirbst! Solange du als Bewaffnung nur leere Pistolen hast, mache ich mir da relativ wenig Sorgen. Aber er ist ja bestimmt ein Assassine mit so einem beknackten kleinen Messer im Arm. Boah, wir könnten uns zusammentun. Huh. Oh. Ist das die Stimme von... Wie heißt der nochmal? Ah. Ich will ins Wasser hüpfen, ich will darüber. Wie sind wir darüber gekommen? Na, wie heißt der nochmal? Der den Leonidas bei 300 spielt, der Schauspieler, der... Na toll, ich wollte überhaupt nicht in die Pfütze. Vom Leib! Oh, die Pistole ist getrocknet. Okay, es wurde Blut vergossen, das Thema ist durch. Tada! Ganz still, einfältiger! Das ging jetzt aber schnell. Das war jetzt kein Top-Assassin, oder? Interessante Kleidung hat der aber gehabt. Mr. Duncan Walpole. Ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havanna. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Summa humilde servidor el gobernador Laureano Torres... y Ayala. Mr. Walpole, holen wir eure Belohnung. Auch eine interessante Art, Assassine zu werden. Aber er hat die Unterarmklinge weggeworfen.